Wir suchen nun nach einer Theorie, die uns voraussagt, wie sich zwei Komponenten beim Zusammengeben verhalten. Bilden sie eine homogene Mischung? Bilden sie ein heterogenes Gemenge? Wenn sie ein Gemenge bilden, wie ist die Zusammensetzung der Phasen? Etc. Und diese Theorie ist die Flurry-Huggins-Theorie. Wir schauen uns den Prozess des Mischens unter energetischen und entropischen Aspekten an. Hier haben wir die reine Komponente A, hier haben wir die reine Komponente B. In diesen Komponenten gibt es Intrakomponentenwechselwirkungen, Energien zwischen den Teilchen A, Energien zwischen den Teilchen B. In einer Mischung, wenn sie denn homogen ist, gibt es zusätzlich noch Interkomponentenwechselwirkungen, Kräfte, Energien zwischen unterschiedlichen Komponenten. Und ein Aspekt der Mischung ist es jetzt, wie sich diese Kräfte, diese Energien zueinander verhalten. Wenn die Inter- und Intrakomponentenwechselwirkungen gleich groß sind, dann wird der Flurry-Huggins-Koeffizient gleich 0. Dann sprechen wir von einer idealen Lösung. Wenn die Interkomponentenwechselwirkungen stärker sind, dann können wir davon sprechen, dass sich die Komponenten sympathisch sind. Dann wird der Flurry-Huggins-Koeffizient negativ. Wenn die Interkomponentenwechselwirkungen schwächer sind als die Intrakomponentenwechselwirkungen, dann können wir davon sprechen, dass die Komponenten sich unsympathisch sind. Dann wird der Flurry-Huggins-Koeffizient positiv. Entsprechend ergibt sich die Mischungsenthalpie, die Mischungswärme, zu einer Gleichung, die den Flurry-Huggins-Koeffizienten enthält. Komponenten, die sich sympathisch sind, mischen sich exotherm. Komponenten, die sich unsympathisch sind, mischen sich endotherm. Und ideale Komponenten mischen sich ohne Wärmeeffekt. Wenn wir uns die entropischen Gegebenheiten ansehen bei der Bildung einer Mischung, dann müssen wir sagen, die Entropie, das Maß an Chaos, erhöht sich auf jeden Fall bei einer Mischung, unabhängig von den energetischen Gegebenheiten. Flurry und Huggins haben diese Gleichung hier abgeleitet für die Mischungsentropie, die in jedem Fall positiv ist. Betrachten wir eine ideale Mischung, etwa Benzol und Toluol, dann können wir sagen, das Mischungsvolumen ist 0. Das bedeutet, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Endvolumen und der Summe der Ausgangsvolumen. Wir können sagen, die Mischungsenthalpie ist 0. Es gibt keine Mischungswärme. Bedeutet, die Energie des Endzustandes entspricht gleich der Summe der Energien der Ausgangszustandes. Entropisch ergibt sich auf jeden Fall eine Vergrößerung der Entropie, eine Zunahme der Entropie, entsprechend der Flurry-Huggins-Gleichung, abhängig vom Molenbruch. Und was die Instabilität angeht, das Delta G, ergibt sich auf jeden Fall eine Abnahme, also eine Zunahme der Stabilität, die man leicht durch Kombination von Delta H und Delta S ermitteln kann. Wir können die Mischungsenthalpie, die Mischungsentropie und die freie Mischungsenthalpie auch über dem Mischungsverhältnis auftragen und haben dann folgende drei Darstellungen. Das Diagramm hat als X-Achse das Mischungsverhältnis. Ganz links ist reines A, ganz rechts ist reines B, dazwischen alle möglichen Mischungen und wir erhalten eine horizontale Linie. Egal welche Mischung wir herstellen, wir erhalten immer Mischungsenthalpie 0. Bei der Entropie sieht das anders aus. Wir erhalten ein Maximum bei einer 50-50 Mischung. Hier haben wir die stärkste Zunahme der Entropie. Entsprechend ergibt sich bei der freien Enthalpie ein Minimum bei einer 50-50 Mischung. Hier haben wir einen maximalen Gewinn der Stabilität. Die wichtigste Flurry-Huggins-Gleichung ist die für die freie Mischungsenthalpie. Das ist ein Maß für die Instabilität der Mischung. Wir haben da drin einmal den Faktor der Enthalpie und einmal den Faktor der Entropie.
Und wenn wir diese Gleichung uns aufzeichnen, können wir verschiedene Resultate erhalten. Für eine ideale Mischung sieht es so aus, dass wir eine immer konvex gekrümmte Kurve vorfinden. Und das bedeutet, die Mischung ist immer stabiler als die reinen Komponenten. Dasselbe gilt noch im verstärkten Maße für Mischungen, die einen negativen Florey-Harrenz-Parameter haben. Die Kurve ist konvex gekrümmt. Das sieht anders aus, wenn wir positive Florey-Harrenz-Parameter haben. Hier sind die Kurven nicht mehr so schön konvex gekrümmt und in bestimmten Bereichen haben wir auch konkave Krümmungen. Und wenn wir konkave Krümmungen haben, dann bedeutet das, wir bekommen eine Mischungslücke. Wenn wir konkave Kurven haben, können wir nämlich immer Doppeltangenten an die Kurve legen, von unten, die stabiler sind, weniger instabil sind als die entsprechende Florey-Harrenz-Kurve. In der Tat können wir aus diesen Florey-Harrenz-Kurven das Phasendiagramm aufstellen. Instabil ist die Mischung zwischen den Wendepunkten. Die Wendepunkte können wir mathematisch leicht fassen, hier rot gezeichnet. Hier haben wir den Bereich, zwischen dem die Mischung absolut instabil ist, spontan zerfällt. Man nennt das die Spinodalpunkte. Hier haben wir Doppeltangente und die Berührpunkte. Zwischen diesen Berührpunkten ist die Mischung metastabil. Wenn wir die Florey-Harrenz-Kurven bei verschiedenen Temperaturen ausrechnen, können wir sehen, wie diese Mischungslücken mit zunehmender oder abnehmender Temperatur breiter oder schmaler werden. In dem Fall ist es so, dass mit zunehmender Temperatur die Mischungslücke schmaler wird. Wir haben eine obere kritische Entmischungstemperatur. Oberhalb dieser Temperatur ist die Mischung homogen, unterhalb gibt es eine Mischungslücke. Wir fassen zusammen. Florey und Harrenz haben die Mischung zweier Komponenten thermodynamisch beschrieben. Es gibt eine Mischungsentropie, die immer positiv ist. Es gibt eine Mischungsenthalpie, die entweder negativ, null oder positiv ist, je nach dem Florey-Harrenz-Koeffizienten Hi. Dieser Florey-Harrenz-Koeffizient ist ein Maß dafür, ob sich die beiden Komponenten energetisch sympathisch sind, unsympathisch sind oder ob sie indifferent sind. Wir halten in jedem Fall eine Florey-Harrenz-Kurve, die der Instabilität der Mischung entspricht. Und je nach Florey-Harrenz-Koeffizient ist diese Kurve entweder nur konvex oder hat auch konkave Anteile. Wenn wir konkave Anteile haben, haben wir auch einen metastabilen Bereich.